Die Union hätte in dieser Debatte, die wir spätestens seit Anfang des Jahres über das Heizungsgesetz führen, auch konstruktive Beiträge leisten können. Stattdessen waren Sie sehr, sehr populistisch unterwegs. Sie haben die Menschen verunsichert mit Ihren Beiträgen. Und ich unterstütze das völlig. Ich unterstütze das völlig, dass Abgeordnete Verantwortung haben, sich sorgfältig zu beraten und dass Abgeordnete auch die Verantwortung haben, sorgfältig Entscheidungen zu treffen. Da bin ich völlig bei Ihnen. Aber ich hatte in den letzten Monaten sehr, sehr oft das Gefühl, dass diejenigen von Ihnen schon lange eine Meinung hatten, bevor Sie das Gesetz, den Gesetzentwurf überhaupt gelesen hatten. Und das kann nicht zu einem sinnvollen Verfahren beitragen.